Diteon. Diteon. Eine Heimat mitten in Kadara. Das wär's doch. Reden wir später weiter. Alles klar. Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Nur, dass es mich ankotzt, dass meine frühere Verbindung zu ihr wieder zu einem Problem wird. Für mich und jetzt auch für Sie. Okay, für uns. Sie ist wie eine verdammte Warze, die man vereist hat. Doch dann, tada, taucht sie wieder auf. Ich werde Sie von dieser lästigen Warze befreien. Ja, bitte tun Sie das. Sie ist nämlich hässlich und dämlich und warzig. Unfassbar, dass ich jemals dachte, wir würden uns nahestehen. Wussten Sie von Ihrer Zusammenarbeit mit den Exilanten? Ich hatte keine Ahnung. Und ehrlich gesagt kann ich es immer noch kaum fassen, dass sie ein Doppelleben geführt hat. Tagsüber Nexus-Aristokratin und nachts Verbrecherboss auf der Suche nach Nervenkitzel. Das macht mir bewusst, wie wenig ich eigentlich über sie wusste und lässt mich alles hinterfragen. Kommen Sie schon. Sie beide hatten doch was miteinander, oder? Schon. Aber wieso hängen sich die Leute eigentlich immer so an Sex auf? Er ist einfach ein natürlicher Ausdruck gegenseitiger Anziehungskraft. Wir haben aufregende, riskante, unvernünftige Dinge gemacht. Sowas wühlt einen auf. Als würde man eine Sektflasche schütteln. Verstehen Sie? Gerade Sie sollten das eigentlich besser wissen als jeder andere. Es ist nicht meine Art, mich aufzusparen. Wodurch ist Ihre Beziehung zu Ende gegangen? Welches Mal? Sie hat mich so oft fallen lassen, dass ich mich schon wie ein Jojo gefühlt habe. Und sie wurde dabei immer grausamer. Anschließend kam sie zurück, hat sich entschuldigt und mir erzählt, ihre Gefühle wären so stark gewesen, dass sie Angst bekam. Und so weiter. Bla, bla, bla. Irgendwann ist sie dann endgültig verschwunden. Das war zu der Zeit, als ich meine erste Reliktruine entdeckt hatte. Also habe ich mich darauf gestürzt. Erzählen Sie mir mehr über Sie beide. Nachdem sie mich aus der Stase geholt hatte, lebte ich außerhalb des Systems, okay? Sie hat mir alles besorgt. ID-Karten, Zugang zu Ressourcen und so weiter. Ich dachte, wir wären ein Team. Sie war die Society-Lady, anständig, etabliert, mächtig, die indirekt durch mich lebte. Sie führte mich in ihre Kreise ein, präsentierte mich den Leuten und nannte mich ihre kleine Schurkin. Sie gab mir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Reden wir über etwas anderes. Ja, bitte. Wie geht Ihr aktuelles Projekt voran? Wie Sie wissen, ist mein Scanner immer noch unvollständig. Er ist bereit für die Aufrüstung, aber im Moment ist er eben nur leistungsfähig und clever genug, um bestimmte Signale zu erfassen. Sobald Sie mir allerdings die Reltech beschaffen, die ich brauche, wird er ein wahrer Mysteriendetektor sein. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Fold Orbit ist stabil. Nähern uns der LZ.
Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Haltung wiederhergestellt. Raelis? Das bin ich. Ja, ich bin Raelis. Wow, Sie sind tatsächlich gekommen. Sie wirken begeistert, aber ganz ehrlich, es ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Sie haben die Moshai vor den Cat gerettet. Und nicht nur die Moshai. So viele verdanken ihnen ihr Leben. Wie auch immer, ich sollte zum Punkt kommen. Ihr Angriff auf die Aufstiegseinrichtung hat die Cat versprengt. Sie versuchen jetzt wieder Ordnung in ihre Operationen zu bringen. Unsere Späher melden verstärkte Cat-Bewegungen in bestimmten Gebieten von Volt. Es ist aber nicht das Militär, sondern Schiffe für Wissenschaft und Forschung. Es ist egal, ob es Forschungs-Cat, Krieger-Cat oder Hausmeister-Cat sind. Cat sind immer schlechte Nachrichten. Einige von uns sind besorgt, dass sie vielleicht einen weiteren Aufstieg planen. Oder noch mehr von unserem Volk bei ihren Untersuchungen foltern. Wir haben nicht die Tech, um in ihre Basen einzudringen. Aber jemand muss sie aufhalten. Sie haben sich an die richtige Person gewandt. Wir helfen unseren Freunden und Verbündeten immer. Ich wusste, sie würden uns helfen. Ich sende umgehend den NAV-Punkt. Ist das der Planet? Mit allem, was sich darauf befindet?
Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, Cat. Rayles Informationen waren korrekt. Das war der letzte. Ich sehe hier viel organisches Material. Angara? Cat? Etwas anderes? Scans würden uns mehr verraten, Pathfinder. Information gespeichert. Noch ein Audiolog entdeckt. Hören wir es uns an. Übertragungen von Heimatwelten nicht bestätigt. Möglicher Zusammenbruch der Verbindung und falsche Handhabung der Informationen. Untersuchung läuft. Logs werden in Kürze aktualisiert. Wenn die Cat nicht mit ihrer Heimatwelt kommunizieren, ist das gut für uns. Ich frage mich, ob wir die nachfolgenden Logs auch finden können. Scheinen fehlgeschlagen zu sein. Teile des Teams haben die Vermutung geäußert, dass bewusst verhindert wird, dass unsere Forschung Helios verlässt. Beunruhigende Implikationen. Stelle Thema für den Moment zurück. Unternehme Schritte zur Verifizierung, dass die Primärkommunikation noch aktiv ist. Ich empfange den Navpunkt für eine weitere Catch-Station. Wahrscheinlich Ihre Primärkommunikation. Gut. Jagen wir sie hoch.
Information gespeichert. Pathfinder. Diese Proben enthalten alle dieselbe genetische Sequenz. Zunächst scheint eine Familienzugehörigkeit vorzuliegen, aber das Genom weist Anzeichen einer Modifikation auf. Die Sequenz entstammt wahrscheinlich einem einzigen Individuum und wurde anderen Cat eingesetzt. Der Archon. Der Aufstieg. Kontrolliert der Archon die Cat dann deshalb, weil sie ihn als Stammvater begreifen? Oder gibt sein Rang ihm das Privileg, seine Gene derart weiterzugeben? Eine kulturelle. Liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ein Kettlager! Vorsicht! Ich glaube, das war's. Da wären wir. Kommunikationsaußenposten der Cat. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Achtung, Cat!
Temperaturen liegen im Normalbereich. Versuch doch, mich aufzuhalten! Der Archon ist gar nicht der oberste Anführer der Kett. Es gibt mehr von seiner Sorte. Überall in Andromeda. Alle sammeln genetische Informationen und senden sie nach Hause. Und stellen dadurch letztlich neue Kett her. Sperre alle Angara-Daten an das Reich. Er verstößt damit gegen das Protokoll. Hey, der Archon spielt nach seinen eigenen Regeln. Kommunikation. Nur der Archon weiß von der veränderten Lage in Helios. Wenn der Archon der Ansicht ist, dass Protokolle nicht zu unserem Nutzen sind, sollte seine Weisheit akzeptiert werden. Er ist die Stimme des Senats in Helios, also muss ihm gehorcht werden. Es klingt, als würden die Kett langsam daran zweifeln, ob der Archon das Richtige tut. Wenn das so weitergeht, könnte das gut für uns alle sein. Und jetzt? Wahrscheinlich können wir nichts unternehmen. Aber Konflikte zwischen Parteien werden selten in aller Ruhe gelöst. Dann müssen wir ab jetzt unsere Augen und Ohren aufsperren. Mit etwas Glück passiert ja was.